Das sieht schon mal sehr professionell aus. Mickey assistiert auf der einen Seite mit den obligatorischen... Ich schwöre, es ist keine Vorsorgeuntersuchung. Handschuhen, genau, ja. Die Vorsorgeuntersuchung haben wir eben gemacht. Hans Zeigler guckt auch ganz gespannt zu. Ja, ich möchte mitmachen. Darf ich was dazu sagen? Ja, es gibt ja diesen berühmten Satz, jeder Mann sollte drei Dinge getan haben. Ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen und Peter Neururo die Haare blau färben. Und ich möchte diesen einen Punkt jetzt auch noch abhaken. Ich dachte, das wäre der erste, den du jetzt anfängst abzuhaken. Nein, ich habe natürlich Kinder. Wie viel hast du? Achso, genau. Ja, Peter, Bäume fehlen dann noch. Peter, erzähl doch nochmal, wie waren denn die letzten Wochen? Sehr spannend. Sehr spannend. Aber hast du wirklich geglaubt, dass es so glatt geht, so schnell auch? Nein, absolut nicht. Ich habe befürchtet, dass es bis zum letzten Spieltag dauert und selbst da hätten wir noch eine ganze Menge Glück gebraucht. Ja. Aber. Das ist, im Moment ist es nur weiß, Peter, macht dir keine Sorgen. Guck mal ganz genau hin, jetzt sieht es ein bisschen aus wie Rudi Völler. Ja. Immer schon gesagt, Peter ist zu ganz hohen Aufgaben berufen, das ist doch ganz klar. Ja, Peter, genau. der ist schon klar. Das letzte Mal, als ich noch Haare hatte, sah das bei mir auch so aus. Seitdem laufe ich so rum. Ja. Aber zum ersten Mal in der Geschichte der 11 Freunde bei uns des Mobilat Fan Talks sehe ich sowas wie Angst in Peters Augen. Ja, Unsicherheit auf jeden Fall. Angst kennt der Mann nicht, ganz klar. Peter, erinnerst du dich noch an den Moment, als du gefragt wurdest, ob du das machen willst? Ich erinnere mich noch dran, aber die Wahrscheinlichkeit damals war ja so gering, ja, dass dieses Ding da so läuft. Als du mich da genötigt hast, habe ich gesagt, um Gottes Willen, dann machen wir es halt so. Denn ich möchte sagen jetzt ganz schlecht aus dem VfL Bochum. Stimmt es übrigens, dass deine Frau gesagt hat, ich bin froh, wenn du das machst, dann habe ich endlich meine Ruhe. Wenn ich das mache beim VfL Bochum. Ja, natürlich. Nicht mit den Haaren, das meine ich jetzt nicht. Mit den Haaren hat kein Mensch mit gerechnet. Du wahrscheinlich, ich nicht. Hast du übrigens deinen Vertrag schon verlängert? Ja, das gewinnt. Wir sind in guten Gesprächen, sagt man. Soll Peter verlängern? Soll er weitermachen? Oder weiß er? Komm, was? Kann man ablegen, ne? Was heißt in guten Gesprächen? Hier fehlt noch ein bisschen was. Sieht im Augenblick ordentlich aus, aber ich kann mir vorstellen, wenn der Vorstand mich morgen so sieht, dass er sich überlegt, irgendeinen anderen Harlekin zu verpflichten. Nee, du brauchst dir keine Sorgen machen, die erkennt dich ja morgen gar nicht. Da kann ja eigentlich nichts passieren. So. Wie schwer wird es denn nächstes Jahr, Peter? Kann man das schon abschätzen? Ja, wir müssen abwägen, was wir machen können, welche Spieler bleiben, welche Spieler uns verlassen werden. Das ist eines der besten Interviews, die ich je gesehen auf dem Markt machen. Erzähl, wenn einer in so einer Situation so ernst redet. Auf jeden Fall können wir unserem VfL-Freunden nicht nochmal eine solche Saison gönnen und wünschen, wie wir jetzt erlebt haben. Ja, hier kommen wir jetzt hier. Also ich finde, die Seite sieht schon sehr schön aus, wenn wir das mal zeigen können. Hier, ja. Guck mal hier, da. Ja. Peter, was machst du denn nächste Saison, wenn ihr aufsteigt? Ich werde dann hoffentlich eine Woche vorher gefeuert. Ja, das geht doch. Hey. Und dann gestärkt das Essen. Das machen wir sowieso. Oh, und hier postet gerade jemand bei Facebook, Avatar muss neu verfilmt werden. Ja, sieht schon ganz gut aus. Also so kannst du bei Barcelona nicht auf die Geschäftsstelle, das sage ich gleich. Und noch ein wunderschöner Post. Sind Peters Haare naturblau? Er sollte eine Haaranalyse machen und dann sagen, das tue ich nur, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Nee. Noch ein bisschen mehr blau vielleicht? Wir haben nur von Haaren gesprochen, also ich finde, das passt. Ich kann es aber auch tragen, oder? Ja.